wollt ihr rein? Nochmals vielen Dank, Jochen, für diesen Stream heute. Macht echt Spaß, und ich muss nicht spielen. Nee, wir haben jetzt mal locker 20 Grad mehr wie letztes Jahr. Ja. Gefühlt sind es 30 Grad mehr. So. So, Sarah, bitte. Genau, also heute Premiere hier von unserem M3, von der Anlage, ganz neu, im neuen Endrohr-Design, das erste Mal 110 mm Endrohr. Die Endrohre Signature Sidecut, wir sind dafür schon für einen German Design Award nominiert worden. Und die Anlage selber, nach der Philosophie meines Vaters, in Tiefziehschale, in einem schönen Tiefziehwerkzeug mit unserem E geprägt, um eben auch diesen Körperschall, was er erklärt hatte, zu absorbieren, dass wir ein schönes Geräusch in der Kabine haben, aber eben nicht nach 200, 300 Kilometer aussteigen mit Kopfschmerzen, sondern ein angenehmes Fahrgefühl haben und Sound innen und außen. Unsere Entwicklung ist ja so, dass wir das Fahrzeug aufnehmen, im CAD scannen, welchen Bauraum haben wir zur Verfügung, dann uns anhören, was stört uns vielleicht, gibt es in irgendeinem Frequenzbereich Frequenzen, die uns stören, ein Brummen, ein Dröhnen, ein Pfeifen, und dann berechnen quasi, welches Volumen müssen wir erreichen, um dieses störende, diese störende Frequenz zu tilgen, und legen dementsprechend unsere Schalen an. Und genau das ist hier passiert. Wir haben einen schönen Sound generiert im CAD. Und dann bauen wir mehrere Prototypen auf, stimmen das ab und gehen zur Messfahrt. Also das hier ist alles eingetragen mit EG-Nummer. Man muss keine Papiere mit sich führen, und wir sind hier im legalen Bereich. Das ist sehr gut. Liebe Zuschauer, um was es geht, um das nochmal zu verdeutlichen, ist ja oft, das kennt ja der ein oder andere auch, man nimmt verschiedene Auspuffkomponenten und versucht, die zusammenzuführen, aber der Auspuffklang ist nicht so richtig zufriedenstellend. Das hängt oft auch damit zusammen, dass eben diese Knatterfrequenzen oder sowas sich dann irgendwie bei einer Drehzahl aufbauen, vor allem wenn man dann noch irgendwas verändert hat, vielleicht Leistung oder sowas, oder auch von einer Auslassseite, Nockenwellen oder Einlasskanäle, und dann kommt es. Und das wurde eben hier, ihr kennt sicher auch den einen, also der, wo ihr ein bisschen vom Fach ist, weiß, es gibt verschiedene M3 und auch verschiedene Baujahre, also da zieht sich's durch, wo du sagst, der hört sich nicht an, der fängt irgendwo an zu brettern, zu knattern, und das ist mit Eisenmann eben genau das, was eben da abgefedert wird, das eben mit dem Begriff in der Kabine den Sound da schön machen. Also die Kabine ist dann in dem Fall der Auspufftopf. Nee, der war in der Kabine, ja genau, in der Kabine. Fahrzeuginnenraum. Im Fahrzeuginnenraum, genau. Aber dann, dass halt eben das alles so weit passt, dass man da drin keine Brumm- und Knatterfrequenzen bekommt. Weil auch auf der Auspuff dann irgendwas anders in Schwingung bringt, dass man sagt, also die Kabine von unterhalb praktisch, also der vom Bodenblech oder irgendein Hitzeblech oder Reflexion, irgendwas, das könnte dann das Knattern anfangen oder das Vibrieren. Genau. Und das haben wir hier eben schön umgangen. Wir haben hier nachher auch noch einen kleinen Soundcheck. Hi. Servus, grüß dich. Also bei Fragen rund ums Fahrzeug selber kann er uns weiterhelfen. Bei Fragen rund zum Thema Auspuff und Herstellung wir oder auch der Jochen. Genau. Dann würden wir beide die Frage stellen. Stell das Auto mal ein bisschen vor, bitte. Ja, natürlich, gerne. Also das ist der neue M3, G80 genannt in der Modellbezeichnung. Ganz frisch auf dem Markt. Das ist der Heckantrieb, den wird es jetzt auch bald als Allrad geben. Ich bin durchaus BMW-Fan, mit BMW aufgewachsen, daher auch der Wunsch gewesen, irgendwann mal selber einen zu besitzen. Jetzt hat man sich das neue Modell einfach gegönnt und schon auch ein paar Optimierungen durchgeführt, wie auch hier die Spurplatten vorne und hinten, eine leichte Tieferlegung. Und durch die Kooperation der Firma Eisenmann hat man hier jetzt auch schon ein Endschalldämpfer angebracht, was natürlich der Optik sehr zugute kommt. Der M3 hat einen sehr großen Endtopf. Viele kennen das, also vielen stört das auch. Und durch die Eisenbahnanlage entfällt das. Also wenn man hinter dem Fahrzeug steht, sieht man im Prinzip fast das ganze Apparat dann hinten gar nicht mehr. Das ist der große Vorteil. Die Endrohre sind deutlich größer geworden. Genau gesagt um 10 mm. Auch das lässt sich zeigen. Das Fahrzeug, ja, hat 510 PS, reiner Hecktriebler, Automatikgetriebe. Ja, das Nonplusultra, was eigentlich BMW heutzutage anbietet. Ein paar Optimierungen wird es noch in Zukunft geben.
Ich möchte aber beim Design eher im Original bleiben. Mir gefallen die Serienfelgen ganz arg. Daher auch nur die Spurplatten erstmal. Was ich mir vorstellen könnte, später einmal vielleicht leichtere Felgen zu verbauen, um einfach der Performance ein bisschen entgegenzukommen, um die ungefederte Masse der entgegenzuwirken, dass man einfach nochmal eine bessere Fahrdynamik hat im Handling, beim Bremsen, bei den Kurvenfahrten. Und ist alles natürlich für die Rennstrecke. So, dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Soundcheck. Den brauchen wir auf jeden Fall. Es war jetzt eine super, super professionelle technische Aussage. Also, ja, super, danke schön. Also ich denke mal, du kommst aus dem Bereich, weil der Bäcker oder Metzger kriegt das nicht so rüber. Ja, also man hat natürlich Benzin im Blut. Man merkt natürlich, ich bin im BMW aufgewachsen, bin im BMW groß geworden und die Leidenschaft zu BMW dann auch. Ja. Wird wahrscheinlich auch so weiterhin stehen bleiben. Super. Dann machen wir jetzt mal Soundcheck. Richtig. Was für die Ohren. Ja. Ich würde sagen, genial, schön, satt, da merkt man, dass Leistung von vorne kommt, auch hinten beim Auspuff. Vielen Dank. Und vor allem, es ist jetzt nicht ein Wahnsinnsbrüller. Also das Brüller nicht jetzt auf das bezogen, dass das jetzt nicht der Brüller ist, weil das einfach eine geile Auspuffanlage ist, sondern wo du jetzt sagst, das ist so laut, das erträgst du nicht mehr. Und das sind eben dann die Auspuffanlagen, wo du sagst, okay, super, wunderbar, aber nach einer halben Stunde hast du Kopfweh oder du fährst von hier nach Italien und spätestens nach dem Brenner sagst, ich habe keine Lust aber mehr. Aber muss ich sagen, da macht die Firma Eisenmann schon immer einen super Job. Wenn du mit Umdrehungen um die 3.500 aufwärts fährst, dann hast du wirklich im Innenraum keine Geräusche, keine Kopfschmerzen, nichts. Also es ist wirklich genial, was die Firma Eisenmann macht. Hat aber sicherlich, Sarah, auch was damit zu tun, weil ihr halt auch mit einer dementsprechenden Materialstärke arbeitet. Ne? Genau, also wie gesagt, die Philosophie gilt von Anfang an, seit über 30 Jahren. Wir arbeiten mit hochwertigem Edelstahl. Wir versuchen natürlich auch Gewicht einzusparen, performancetechnisch, aber eben nicht zu Lasten der Auspuffanlagen. Wir haben Kunden, die nach 30 Jahren kommen und sagen, der Topf hält immer noch. Wir haben keine Risse, da reißt nichts, da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf, auf die Qualität, aufs Material und das durchgängig, also von vorne bis hinten auch bis zu den Endrohren, dass hier nur hochwertige Materialien eingesetzt werden und wir dementsprechend viel Zeit in die Entwicklung investieren und natürlich auch Ressourcen. Genau, um das geht es. Eine komplette Auspuffanlage von einem Hersteller, der weiß, was er macht. Gibt es keine Probleme mit der Obrigkeit, gibt es keine Probleme mit dem TÜV und dann ist es genau so, dass es auch auf Dauer nicht nervt. Und auch nicht irgendwann einmal die Freundin sagt, ich steige jetzt aus, weil ich habe Kopfweh. Und Kopf ist immer schlecht. Genau so. Sehr gut. So, Soundcheck haben wir. Soundcheck haben wir. Noch irgendwas zu erzählen oder sind wir soweit durch? Oder noch irgendwelche Spezialitäten, was wir erzählen könnten? Wir freuen uns im Oktober auf den Nachzügler sozusagen, auf die Allrad-Version vom M3, M4. Okay. Und dann nach der Premiere heute hoffentlich alle glücklich gestellt zu haben und die Anfragen entgegenzunehmen. Okay, super. Vielen herzlichen Dank, Sarah. Danke. Perfekt. Okay. Vielen Dank, Sarah. Wir sehen uns später. Vielen Dank. Danke dir. So, und als nächstes kommt das Fahrzeug von OZ. Performt und zwar ist es ein Audi A4 B9 mit 20 Zoll da rein. Aber was vielen Dank für diesen Stream heute. Macht echt Spaß und ich muss nicht spielen. Wir haben jetzt mal locker, glaube ich, 20 Grad mehr wie letztes Jahr. Ja. Gefühlt sind es 30 Grad mehr. So. So, Sarah, bitte. Genau, also heute Premiere hier von unserem M3, von der Anlage, ganz neu, im neuen Endrohr-Design, das erste Mal 110 mm Endrohr. Die Endrohre sind
Signature Sidecut. Wir sind dafür schon für einen German Design Award nominiert worden. Und die Anlage selber, nach der Philosophie meines Vaters, in Tiefziehschale, in einem schönen Tiefziehwerkzeug mit unserem E geprägt, um eben auch diesen Körperschall, was er erklärt hatte, zu absorbieren, dass wir ein schönes Geräusch in der Kabine haben, aber eben nicht nach 200, 300 Kilometer aussteigen mit Kopfschmerzen, sondern ein angenehmes Fahrgefühl haben und Sound innen und außen. Unsere Entwicklung ist ja so, dass wir das Fahrzeug aufnehmen, im CAD scannen, welchen Bauraum haben wir zur Verfügung, dann uns anhören, was stört uns vielleicht, gibt es in irgendeinem Frequenzbereich Frequenzen, die uns stören, ein Brummen, ein Dröhnen, ein Pfeifen, und dann berechnen quasi, welches Volumen müssen wir erreichen, um dieses störende, diese störende Frequenz zu tilgen, und legen dementsprechend unsere Schalen an. Und genau das ist hier passiert. Wir haben einen schönen Sound generiert im CAD. Und dann bauen wir mehrere Prototypen auf, stimmen das ab und gehen zur Messfahrt. Also das hier ist alles eingetragen mit EG-Nummer. Man muss keine Papiere mit sich führen und wir sind hier im legalen Bereich. Das ist sehr gut. Liebe Zuschauer, um was es geht, um das nochmal zu verdeutlichen, ist ja oft, das kennt ja der ein oder andere auch, man nimmt verschiedene Auspuffkomponenten und versucht die zusammenzuführen, aber der Auspuffklang ist nicht so richtig jetzt zufriedenstellend. Das hängt oft auch damit zusammen, dass eben diese Knatterfrequenzen oder sowas sich dann irgendwie bei einer Drehzahl aufbauen, vor allem wenn man dann noch irgendwas verändert hat, vielleicht Leistung oder sowas, oder auch von einer Auslassseite, Nockenwellen oder Einlasskanäle, und dann kommt es. Und das wurde eben hier, ihr kennt sicher auch den einen, also der, wo ihr ein bisschen vom Fach ist, weiß, es gibt verschiedene M3 und auch verschiedene Baujahre, also da zieht sich's durch, wo du sagst, der hört sich nicht an, der fängt irgendwo an zu brettern, zu knattern, und das ist mit Eisenmann eben genau das, was eben da abgefedert wird, das eben mit dem Begriff in der Kabine den Sound da schön machen. Also die Kabine ist dann in dem Fall der Auspufftopf. Nee, der war in der Kabine, ja genau, in der Kabine. Fahrzeuginnenraum. Im Fahrzeuginnenraum, genau. Aber dann, dass halt eben das alles so weit passt, dass man da drin keine Brumm- und Knatterfrequenzen bekommt. Weil auch auf der Auspuff dann irgendwas anders in Schwingung bringt, dass man sagt, also die Kabine von unterhalb praktisch, also der vom Bodenblech oder irgendein Hitzeblech oder Reflexion, irgendwas, das könnte dann das Knattern anfangen oder das Vibrieren. Genau. Und das haben wir hier eben schön umgangen. Wir haben hier nachher auch noch einen kleinen Soundcheck. Hi. Servus, grüß dich. Servus. Also bei Fragen rund ums Fahrzeug selber kann er uns weiterhelfen. Bei Fragen rund zum Thema Auspuff und Herstellung wir oder auch der Jochen. Genau. Dann würden wir beide die Frage stellen, stell das Auto mal ein bisschen vor, bitte. Ja, natürlich, gerne. Also das ist der neue M3, G80 genannt in der Modellbezeichnung, ganz frisch auf dem Markt. Das ist der Heckantrieb, den wird es jetzt auch bald als Allrad geben. Ich bin durchaus BMW-Fan, mit BMW aufgewachsen, daher auch der Wunsch gewesen, irgendwann mal selber einen zu besitzen. Jetzt hat man sich das neue Modell einfach gegönnt. Und schon auch ein paar Optimierungen durchgeführt, wie auch hier die Spurplatten vorne und hinten, eine leichte Tieferlegung. Und durch die Kooperation der Firma Eisenmann hat man hier jetzt auch schon einen Endschalldämpfer angebracht, was natürlich der Optik sehr zugute kommt. Der N3 hat einen sehr großen Endtopf. Viele kennen das, also vielen stört das auch. Und durch die Eisenmann-Anlage entfällt das, also wenn man hinter dem Fahrzeug steht, sieht man im Prinzip fast das ganze Apparat dann hinten gar nicht mehr. Das ist der große Vorteil. Die Endrohre sind deutlich größer geworden, genau gesagt um 10 mm. Auch das lässt sich zeigen. Das Fahrzeug hat 510 PS, reiner Hecktriebler, Automatikgetriebe. Ja, das Nonplusultra, was eigentlich BMW heutzutage anbietet. Ein paar Optimierungen wird es noch in Zukunft geben. Ich möchte aber beim Design eher im Original bleiben. Mir gefallen die Serienfelgen ganz arg. Daher auch nur die Spurplatten erstmal. Was ich mir vorstellen könnte, später einmal vielleicht leichtere Felgen zu verbauen, um einfach der Performance ein bisschen entgegenzukommen, um die ungefederte Masse entgegenzuwirken, dass man einfach nochmal eine bessere Fahrdynamik hat im Handling, beim Bremsen, bei den Kurvenfahrten, und ist alles natürlich für die Rennstrecke. So, dann würde ich sagen, wir machen einen kleinen Soundcheck.
Den brauchen wir auf jeden Fall. Es war jetzt eine super, super professionelle technische Aussage. Also, ja, super, danke schön. Ich denke mal, du kommst aus dem Bereich, weil der Bäcker oder Metzger kriegt das nicht so rüber. Ja, also man hat natürlich Benzin im Blut. Ja, ja, ja. Man merkt natürlich, ich bin im BMW aufgewachsen, bin im BMW groß geworden und die Leidenschaft zu BMW dann auch. Ja. Wird wahrscheinlich auch so weiterhin stehen bleiben. Super. Dann machen wir jetzt mal Soundcheck. Richtig. Was für die Ohren. Ja. Ich würde sagen, genial, schön, satt, da merkt man, dass Leistung von vorne kommt, auch hinten beim Auspuff. Vielen Dank. Und vor allem, es ist jetzt nicht ein Wahnsinnsbrüller. Also das Brüller nicht jetzt auf das bezogen, dass das jetzt nicht der Brüller ist, weil das einfach eine geile Auspuffanlage ist, sondern wo du jetzt sagst, das ist so laut, das erträgst du nicht mehr. Und das sind eben dann die Auspuffanlagen, wo du sagst, okay, super, wunderbar, aber nach einer halben Stunde hast du Kopfweh oder du fährst von hier nach Italien und spätestens nach dem Brenner sagst, ich habe keine Lust mehr. Aber muss ich sagen, da macht die Firma Eisenmann schon immer einen super Job. Wenn du mit Umdrehungen um die 3.500 aufwärts fährst, dann hast du wirklich im Innenraum keine Geräusche, keine Kopfschmerzen, nichts. Also es ist wirklich genial, was die Firma Eisenmann macht. Hat aber sicherlich, Sarah, auch was damit zu tun, weil ihr halt auch mit einer dementsprechenden Materialstärke arbeitet. Ne? Genau, also wie gesagt, die Philosophie gilt von Anfang an, seit über 30 Jahren. Wir arbeiten mit hochwertigem Edelstahl. Wir versuchen natürlich auch Gewicht einzusparen, performancetechnisch, aber eben nicht zu Lasten der Auspuffanlagen. Wir haben Kunden, die nach 30 Jahren kommen und sagen, der Topf hält immer noch. Wir haben keine Risse, da reißt nichts, da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf, auf die Qualität, aufs Material und das durchgängig, also von vorne bis hinten auch bis zu den Endrohren, dass hier nur hochwertige Materialien eingesetzt werden und wir dementsprechend viel Zeit in die Entwicklung investieren und natürlich auch Ressourcen. Genau, um das geht's. Eine komplette Auspuffanlage von einem Hersteller, der weiß, was er macht. Gibt es keine Probleme mit der Obrigkeit, gibt es keine Probleme mit dem TÜV und dann ist es genau so, dass es auch auf Dauer nicht nervt. Und auch nicht irgendwann einmal die Freundin sagt, ich steige jetzt aus, weil ich habe Kopfweh. Und Kopfweh ist immer schlecht. Genau so. Sehr gut. So, Soundcheck haben wir. Soundcheck haben wir. Noch irgendwas zu erzählen oder sind wir soweit durch? Oder noch irgendwelche Spezialitäten, was wir erzählen könnten? Wir freuen uns im Oktober auf den Nachzügler sozusagen, auf die Allrad-Version vom M3, M4. Okay. Und dann nach der Premiere heute hoffentlich alle glücklich gestellt zu haben und die Anfragen entgegenzunehmen. Okay, super. Vielen herzlichen Dank, Sarah. Danke. Perfekt. Okay. Vielen Dank, Sarah. Wir sehen uns später. Vielen Dank. Danke dir. So, und als nächstes kommt das Fahrzeug von...